Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Mirror's Edge. Wir müssen heute zu diesem hier über die Straßen der Stadt, der neuen Stadt, wie sie immer so schön nennen. Tatsächlich, also wir müssen hier jetzt auch runter, irgendwo nochmal da drüben. Hui, das war doof. Ich hab's trotzdem geschafft. Und müssen jetzt, In den Bereichen 3 und 4 müsste sein Weg auf die Überführung geben. wie es aussieht, da Bereiche 3 und 4. Scheinbar fährt auch kein Auto, weil ich einfach ohne zu schauen über die Straße gehen kann. Sehr gefährlich, meine lieben Kinder. Nicht nachmachen. Hoch da, hoch da. Allgemein solltet ihr vielleicht nicht nachmachen. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr kommen. Nachmachen, was Fate macht. Das ist vielleicht nicht die geilste Idee. Tatsächlich muss ich hier runter. Ich hab jetzt mal einfach drüber gesprungen. Das ist falsch. Nein, das ist richtig. Ups, war schon zu weit. Wow. Ja, ist okay. Jungs, 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 Jungs. Was? Meine Güte. Mal können die voll gut zielen, mal überhaupt nicht. Hui. Ich mag diese Rohrkletterpassagen nicht. Die gehen immer so lang, man sieht einfach gar nichts. Gut, diesmal machen wir richtig. Diesmal eins weiter. Wer baut eigentlich solche Brücken, wo man sich da drüben dann ducken muss? Wer kommt auf diese Ideen eigentlich immer? Diese Architektur, ne? Hui. Switches. Can suck my dick. You can suck my dick. Go. Hört auf, mich zu ballern, meine Güte. Ja, es tut mir leid, dass da Züge um mich herumfahren. Kann ich auch nichts für. Da bin ich durch. Und drüber und num und öffne dich. Und öffne dich. Da will ich nicht rein. Also will ich hier glaube ich nirgendwo rein. Öffne dich. Und lass mich hochfahren mit dem gleichen Fahrstuhl wie immer. Yay! Unser Freund, der Fahrstuhl. Nein, diesmal ist er nicht so grün. Also ein spezieller Fahrstuhl. Das ist der Fahrstuhl von Eden Estate. Oder. Könnten wir bitte. Guten Tag. Hallo? Lauf. Jö. Und hoch da. Hoch da. Kawabanga. Muss gerade mich irgendwie konzentrieren, wohin ich überhaupt laufen soll, weil ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so recht, was ich überhaupt hier mache. Rollen. Das mache ich. Rollen mache ich gut. Rollen kann ich. Rollen ist was Schönes. Ist was Einfaches. Na, darüber. Auf den Dächern gehen Cops in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Warum muss ich immer gegen diese beschissenen Cops kämpfen? Dieses Spiel ist kein First-Person-Shooter. Nice. Macht diese Shooter-Passagen doch einfach weg. Die will doch keiner sehen. Das ist nicht das, was ich geplant hatte. Ich dachte, das Dach geht weiter. Och nee. Komm. Hui. Das war zu früh. Aber muss schon sagen, dass das Spiel erstaunlich gut auf die Steuerung reagiert. Also, dass wenn ich hier halt in der Nähe von so einem Ding bin.
Okay, gerade lobe ich noch die Steuerung, ne? Na gut, das war jetzt mein eigener Fehler, dass ich da so schräg rangelaufen bin. Daran kann das Spiel ja nichts. Daran kann das Spiel ja nichts. Ich bin ein guter Deutschspieler. Ich bin ein guter Deutschspieler. Wisst ihr was? Das hier ist ja ein Let's Play. Ich halte einfach meine Klappe. Dann wird schon mal 50% der Qualität besser. Die restlichen 50% wäre, wenn wir dann noch einen Spieler spielen lassen, der spielen könnte. Dann hätte ich ja auch ein Display, das man sich angucken sollte. Was ist denn jetzt passiert? Ja. 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 Ja, diese Bewegung mache ich auch, wenn ich in Real Life hinfalle. Meistens nicht. Egal. Ja. Und schon. Und rollen. Gut. Kann ich jetzt bitte diesen Sprung schaffen? So schwer war der nicht. Bitte, geht doch. Jetzt hätte ich wahrscheinlich auch ohne den. Geht weg, ihr Klopfkopf. Achso, ja, da ist ja wieder eine Lücke, an der mir niemand mir was gesagt hat. Hat mich alle. Ah! Kann ich das machen? Nein, das kann ich nicht machen. Boah, wo bin ich jetzt denn schon wieder gelandet? Ah, guck mal, das ist der Helikopter. Wie still so ein Helikopter bei in diesen Spielen alles stehen kann, ist unglaublich. Es gibt keinen Wind in diesen Städten. Hi. Ich putz doch nur. Achtung, heißen fertig, guten Tag, ich bin nur auf der Durchreise, bitte lasst mich gehen, Hilfe, Wartepark. So geht das also schon mal nicht. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ich glaube, ich muss sie besiegen. So zum Thema, ich werde meist Zeit, au, au! Die Cops umgehen, aha. Das macht mich traurig. Hallo. Guten Tag. Gib mir deine Waffe. Au. Wogegen hat sie ihn jetzt gerade gehauen? Gegen ihre Brust? Hat die Brust doch aus Stahl? The fuck? Weg. Komm her. Ratatatata. Ich hab keine Munition mehr. Ratata. Ich muss doch darüber. Ach so. Ich sehe es. Ja, das ging natürlich nicht, wenn das nämlich beschossen haben. Das ist klar. Ein Meister. Ein Meister bin ich. Lass mich durch. Das ist so überhaupt nicht gewollt. Da bin ich. Nein! Warum flüsterst du? Du redest über Funk. Auch wenn du leise redest, kann dich entweder jemand mithören oder nicht. Das macht doch keinen Sinn. Das ist genauso wie wenn drei Leute im Test sind und einer will etwas sagen, was der andere nicht mitbekommen soll, und dann anfängt zu flüstern. Warum? Warum? Was ist jetzt passiert? Könnte ich jetzt bitte darüber? Danke. Finally. Wenigstens gleich mal am Anfang jetzt auch die richtige Drehung gemacht. Hui. Warum erinnert mich? Das lief mir gerade zu flüssig. Das hat mich jetzt gerade irgendwie verwirrt, dass das so abrupt funktioniert hier alles. Ich bin es nicht gewohnt, dass etwas funktioniert, wisst ihr? Und Sprung. Dam, 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 dam. White Shark. Ich würde ja gerne sagen, wenn ihr wirklich so eine Fail-Compilation machen wollt, dann postet sie als Video-Antwort. Aber nein, YouTube hat ja gesagt, Video-Antworten sind scheiße.
Danke, YouTube. Danke für das Entfernen dieser vollkommen beschissenen Funktion, die keiner gemocht hat. Der Sprung da unten hatte ich mir für die ganze Ironie eigentlich echt gerade verdient. Sollte nicht so sarkastisch immer sein. Leute glauben mir Sachen. Das ist nicht gut. Hört auf mir zu glauben! Ihr seid doch Idioten! Nein! Das hatte ich mir jetzt auch verdient, ganz ehrlich. Ah. Ich bin so traurig. Damn. Ich sehe, ich halte meine Klappe und es funktioniert. Ich sollte einfach aufhören, irgendwelche Leute, die mir überhaupt nichts getan haben, zu beleidigen. Das ist nicht gut. Nein. Aua. Warum habe ich noch den gegriffen? Ich verstehe es nicht. Was sollte das? Was ist da jetzt gerade passiert? Okay, ihr wollt nicht, dass ich gegen euch kämpfe, hab ich recht. Ihr wollt einfach nur dastehen, daneben schießen, die Clone Troopers, so seht ihr ja auch aus. Und... Oh, jetzt wird's spannend, pass mal auf. Skiller! Wir haben dich verzogen. Jetzt müssen wir reinkommen, ohne beschossen zu werden. Au. Warum verziehen sie sich jetzt schon wieder? Ich meine nicht, dass es mich stören würde, aber warum? Das ist läuft wie ein GTA bestimmt ab. Wir haben ihn bestimmt 5 Minuten nicht mehr gesehen. Ah, sinnlos. Hört auf, nach ihm zu suchen. Und streicht sein fucking Register. Sein. Wie heißt denn das? Polizeiregister. Aber. Es ist verjährt. Aber, es ist 5 Minuten her. Es ist verjährt. Wenn das hier nochmal. Da. Meine Interpretation von dummen Cops, also dummen Game-In-Game-Cops noch weitergeht, dann habe ich echt bald gar keinen Zuschauer mehr. Hui! Ich sollte bei jeder Rolle Hui sagen und sofort. Ich glaube, ich werde das nicht durchziehen. Darum. Das war so klar. Oh, ein gelber Aufzug und der fährt nach unten. Boah! Unglaublich. Na. Ich habe Lieder im Kopf, das ist. Ich kriege übrigens in letzter Zeit schon wieder dauernd Anfragen von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen YouTube-Partner-Netzwerken, und ich verstehe bis heute nicht ganz den Sinn. Beziehungsweise einer will mir ja jetzt den Sinn schreiben, das macht er vielleicht schon getan, ich habe es noch nicht gesehen. Das war von einem deutschen YouTube-Partner-Netzwerk, das war wenigstens dann nochmal. Das war wenigstens mal jemand, wo ich. Da muss ich gar nicht hin. Da muss ich hin. Das war wenigstens mal etwas, wo ich dachte, okay, die könnten vielleicht ernst meinen, allein schon, weil sie deutsch waren. Aber diese ganzen amerikanischen Partnernetzwerke. Du machst so tolle Videos, wir hätten dich gerne in unserem Netzwerk. Ach so. Du sprichst nicht mehr meine Sprache, aber zum Glück verstehst du, was für tolle Videos ich mache. Wenn du meine Sprache sprechen würdest, wüsstest du, dass ich nicht halb so tolle Videos mache, wie du denkst. Aber Hauptsache, ich bin mal in eurem Netzwerk und gebe euch irgendwie, was sind's? 40-60% meiner Einnahmen? Einfach so? An ein amerikanisches Partnernetzwerk, das nicht mal mich promoten kann, weil sie halt amerikanische Nutzer haben, die fucking nochmal nicht meine Videos verstehen. Da ist dieser komische Kerl. Warum macht er Stretch-Übungen und wartet dabei auf mich? Was soll das? Ach so, ja. Das hat mich jetzt irgendwie gerade geschockt. Ne, dann gehen wir da. Moment kurz. So, tut mir leid, Unterbrechungen kommen auch mal vor. Ich hoffe, ich denke dran, sie rauszuschneiden. Wenn nicht, dann habt ihr langes... Nichts. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Kann ich mit dem Fahrstuhl fahren? Ja, kann ich.
Nein, jetzt erschütten. Soll ich euch helfen? Au, au, au. Okay, 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 ich helfe euch nicht. Okay. Natürlich, die Polizisten haben plötzlich angefangen, nochmal miteinander zu reden. Was? Ah, ja, da, auf die Taste sollte ich nicht so oft drücken. Hui, darum. Ja, genau, das war diese Scheiße, die hat mich so aufgeregt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich, als ich das erste Mal das gespielt habe, mit meiner Freundin geskypt habe und wir haben uns über irgendwas unterhalten. Ich habe ihr zugehört. Und ja, ich kann meiner Freundin zuhören und gleichzeitig spielen, und wenn ich dann auch mal das Spiel kurz pausieren muss, dann ist das auch nicht schlimm. Und dann weiß ich noch, gab es eine kurze Gesprächspause und ich gucke mir dieses Level an und sag, fuck, red weiter, sonst rege ich mich auf über diesen scheiß Level, weil ich einfach nicht verstanden habe, was ich hier machen muss. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dann hat sie mich doof angeschaut, weil sie nicht wusste, dass ich das Spiel nebenher. So, seht ihr, ich hab's schon jetzt verpeilt. So, das passiert dann immer wieder. Halt mal. Rein muss ich, dahin. Ja, das war ziemlich komisch. Das ist auch mal ein bisschen komisch. Und ich verstehe nicht, wie komme ich normale Menschen auf die oberen Etagen? Hier ist gar keine Rolltreppe, wenn ich das richtig gesehen habe. Au. Du musst aufs Dach fällen. Ach, da sind Rolltreppen. Ups. Ups. Auf dem Einkaufszentrum gibt es Tragwerke. Ah! Aufs Dach nicht. Ich hätte einfach öfters diesen B-Knopf hier drücken müssen. Wäre das alles auch leichter gewesen. Das habe ich so lange gesucht, aber das war noch nicht die Stelle, die mich geärgert hat. Weiter so. Damals wirklich diesen Weg gegangen. Also ich bin hier oben, war ich, aber bin ich damals wirklich diesen anderen Weg da gegangen? Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht. Es gibt ja immer manchmal mehrere Wege. Immer manchmal. Das sind Wörter, die sich eigentlich aushebeln gegenseitig, aber ich verwende sie in einem Satz. Noch höher, Faith. Muss höher hinaus. Yay. Das ist kein Lied, das ist jetzt einfach nur gerade irgendwas, eine Leitspinnerei, wenn man so will. Aha, eine leichte Spinnerei. Aha, Wortwitz. Nun, wer hat noch bessere Wortwitze für Leid? Es wird mal Zeit, dass ich wieder streame, damit ich wieder die lächerlichsten Wortwitze von Leid an Fly mir anhören kann. Ihr habt immer die geilsten Ideen. War das, Faster than Light und, ach ja, die Lieblingsantwort ist ja von allen Leuten: Es tut mir leid. Ist ja sowieso der beste von allen. Musst du übrigens höher, um wieder tiefer zu fallen. Wo muss ich denn hier hin? Nein. Hi. I do not want to bother you. I will just go up here. Nope. Könnte ich bitte? Seht ihr, ich könnte auch meine ganzen Videos auf Englisch machen. Ladies and Gentlemen, welcome to this very stupid Let's Play channel. I'm a very stupid person. And you look very stupid videos here. Alter Schwede, was ist denn da oben los? Ich glaube, das ist alles gar nicht so gewollt. Aber sieht so gewollt aus. Schafft. Jetzt. Jetzt komm, ja genau, und diesen Bereich hier oben, den habe ich Ewigkeiten gesucht und bin da bei diesem Polizisten, der gerade gesagt hat, der ist alles in Ordnung, der jetzt auch gerade nicht mitkriegt, dass ich hier das Fenster kaputt mache, Ewigkeiten rumgelaufen und habe nach diesem Bereich gesucht. Nein, das war nicht der Bereich, den ich gesucht habe, okay. Moment, kann es sein, dass der Bereich der war, den ich eigentlich erreichen will? Moment, das muss ich jetzt austesten. Kann ich da einfach einen Part überspringen? Oh, da ist. Habt ihr da geschlampt? Na? Ich glaube.
Nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur dumm. Ja, ich bin einfach nur dumm. Ja, ich bin einfach nur richtig dumm. Oh, wie macht man einen weiten Sprung? Wallrun. Hey, guck mal einer an. Und das habe ich halt Ewigkeiten gesucht und bin dann hier auf diesen Flächen da, wo jetzt mit Cursor praktisch ist, rumgelaufen. Und da sind halt so viele Polizisten gekommen, haben mich alle angeschossen. Das war so eklig. Das hat mich so aufgeregt. Machen da hoch. Jetzt geht's geheult, wenn ich den Sprung wieder versaut hätte. Wallrun. War vollkommen unnötig, aber hey, Hauptsache ich hab's getan. Und runter da. Und runter da. Und Treppen rauf. Nein, das war nicht das, was hier geplant war. Oh, ich kann einfach auch durch die Tür gehen. Das wäre aber zu Mainstream. Ich sollte raus sein. Das ist ja. Hallo. Spiel, lass mich da durch. Ah ja, Tür. Zurück zu sein. Ist der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Schaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Rupert ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Roburn ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Ja, aber das dämliche Hundesymbol, auch das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Denn dieses Mal war es wieder von mir. Mein Name ist Light. Bis dorthin, over and out.